Hallo, heute hier aus den Räumen der Europäischen Parlamentarischen Gesellschaft, wo ich nun seit fast 10 Jahren Präsident sein darf. Viele Themen standen in dieser Woche hier im Europäischen Parlament bei uns zur Debatte. Für mich besonders wichtig war eine Entscheidung zum Geoblocking. Das Geoblocking verhindert, dass wir alle, besonders auch wir, die wir zu sprachlichen Minderheiten gehören, Zugriff auf Mediatheken, auf audiovisuelle Dienste, auf Online-Plattformen in ganz Europa haben. Und wir wollen mit dem endlich aufhören. Wir haben die Kommission nun aufgefordert, endlich einen Gesetzesvorschlag vorzulegen, der einmal mit dem Geoblocking in Europa aufräumt, aber besonders auch gute Lösungen für sprachliche Minderheiten schafft. Eine wichtige Entscheidung auch zu einer anderen Regelung, und zwar zur sogenannten Frühstücksrichtlinie. Dort geht es um Regelungen für Säfte, für Marmeladen und besonders auch für Honig. Und wir haben jetzt festgelegt, dass zukünftig alle jene, die Honig verkaufen, auf der Verpackung genauer angeben müssen, wo dieser Honig herkommt. Da ist leider sehr viel Schindluder in Europa betrieben worden und wir wollen hier klare Regeln schaffen. Und ich denke, das ist vor allem auch im Sinne unserer Imker, die einheimischen Honig erzeugen und auch als solchen verkaufen wollen. Wir haben in dieser Woche auch den Sacharow-Preis vergeben. Der Sacharow-Preis ist ein Preis, mit dem das Europäische Parlament jedes Jahr im Dezember Menschen auszeichnet, die sich ganz besonders um Menschenrechte in der Welt verdient gemacht haben. Dieses Jahr an Frau Mahsa Amini, die für die Frauen im Iran gekämpft hat und leider dafür im letzten Jahr auch das Leben gelassen hat. Und dann hatte ich auch Besuch in dieser Woche. Mitglieder unserer Partei, der Südtiroler Volkspartei, waren in dieser Woche hier in Straßburg. Ich habe sie eingeladen und sie haben das Parlament angeschaut und natürlich auch den weltbekannten Straßburger Weihnachtsmarkt, der derzeit hier in der Stadt stattfindet.